Zeiten ist der schönste auf der Welt. Der Platz an deiner Seite ist der schönste auf der Welt. Zwei brandaktuelle Titel aus dem Album Sempre Amore. Und jetzt ist der Mann, dem die CD gehört, der die mitgearbeitet hat sozusagen, der George bei mir. Servus George. Hallo Benno, danke, dass wir da sein dürfen. Ist ja nicht zum ersten Mal, aber es ist immer wieder wunderschön, da zu sein. Und heute hier beim Toni im Kuhstall. Sensationelle Atmosphäre. Danke schön, dass wir da sein dürfen, auf jeden Fall. Das stimmt allerdings. Also die Atmosphäre ist wirklich immer super da. Heute ist zwar ein bisschen heiß, aber es kühlt eh schon ab. In diesen Stunden. Der Wirbelwind war gerade da. Du sagst es, George. Eine neue CD, wie jedes Mal, wenn ihr bei mir seid, dann habt ihr ein neues CD im Gepäck. Dieses Mal ist alles anders, hast du mir gesagt. Also 6, 7 Eigenkompositionen sind sogar drauf auf der CD. Genau so ist es. Da sind wir sehr stolz drauf, dass wir diesmal selber viele Texte geschrieben haben bzw. komponiert haben. Haben wir uns in ungefähr 1,5 Jahre Zeit gelassen und dann haben wir die Produktion in der Steiermark abproduziert, so wie man sagen möchte,
Und dann haben wir die geeignete Plattenfirma dazu gefunden. MCB Records, darf man gerne sagen. Und jetzt sind wir heute bei dir. Super, also ein Termin jagt den anderen. Wenn ihr nicht im Studio seid, dann seid ihr viel unterwegs. In vielen, vielen Ländern schon mittlerweile, muss man sagen. Und 7 Länder sehe ich da gerade. Ein Wahnsinn. 8 Jahre seid ihr. Ist sicher. Sieben Jahre ungefähr. Also so hast du mir vorher gesagt. Muss wieder alles erraten. 8 Jahre gibt es euch schon auf genau, der Bühne. Ja. Und heuer geht es zum ersten Mal aufs Oktoberfest nach Rumänien. Nicht ganz zum ersten Mal. Wir waren letztes Jahr schon in Rumänien. Das ist bei den 7 Bürgen. Und das ist ein deutscher Wirtschaftsclub, der das organisiert. Und du musst dir vorstellen, 10.000 Leute wurden erwartet, 50.000 sind gekommen. Wahnsinn. Das waren 3 Tage, heuer geht das Ganze 10 Tage. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Denen wird ihr Wolfsbier ausgegangen sein. Hast auch noch recht. Am Schluss haben sie nur eine Dosenbier gab es am Schluss. Nur eine Dosenbier. Na gut, Hauptsache Bier, ja. Egal genau. welches Gefäß. Ihr wart aber auch schon in China auf dem Oktoberfest. Wie muss man sich denn das vorstellen? Also versteht das jemand überhaupt? Müsst ihr da Englisch moderieren? Ja genau, in China waren wir 5 Tage und das muss man sich so vorstellen, das war ein Riesenzelt, so mit 5.000 Leuten und da war die Hälfte waren Chinesen und der andere Teil waren Deutsche, Österreicher, Engländer und da haben wir natürlich auf Englisch moderiert. Und wir haben so Gags gemacht, wo natürlich nur mit den Chinesen, so wie jodeln oder wetttrinken, ist natürlich für die ein bisschen schwieriger. Und das war aber sensationell, war eine Reise wert. Also sicher ein unvergessliches Erlebnis für euch. Traumhaft. Und was es auch noch gibt, ein Schwerpunkt, April 2011. Was ist denn da bei euch los? Ja, die meisten, die uns kennen, wissen, wir machen jedes Jahr Musikreisen. Letztes Jahr waren wir in der Steiermark, wir sind mal in Österreich geblieben. Davor waren wir Italien, Türkei und Kreta waren wir, Griechenland, ja. Und nächstes Jahr gehen wir nach Teneriffa im April. Also viel, viel unterwegs, Wirbelwind. Natürlich nicht alleine, ihr habt immer euren starken Fanclub im Rücken, so wie heute. Jawohl, wollen wir was hören? Wo ist der Fanclub, Wirbelwind? Ein paar sind da, gell? Danke fürs Mikro, ja. Das ohne Fans geht nichts, gell? Das stimmt. Das muss man sagen. Das ist das halbe Leben schon vom Künstler. Ein Hund habt ihr auch noch. Ist das deiner? Das ist unser Maskottchen, ja, der Benny. Ruhe jetzt. Ja, ein Buchstaben verfällt, der wird gleich heißen wie ich, gell? Genau, ja. Mal wieder Glück gehabt. Oder der Hund. Ich weiß nicht, was besser ist. Also diese Reisen, euer Oktoberfest, überhaupt die ganzen Termine, die gibt es im Internet zum Nachlesen. Gibt die Adresse vielleicht durch, George? www.wirbelwind.at. Also, Wirbelwind ist in Österreich zu Hause, .at, wird nochmal eingeblendet zur Sicherheit. Okay, ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg. Danke. Toi, toi, toi mit der neuen CD. Danke. Und bis zum nächsten Mal, sage ich ganz einfach. Super, danke schön, Benno. Tschüss. Danke, George von Wirbelwind. Dankeschön, ciao. Ja, und mich freut es jetzt auch schon wieder, also eigentlich weniger freut es mich, weil es ist schon wieder unser letzter Interpret, den ich ansagen darf, aber es freut mich auf ihn. Und zwar ist es ein Mann, der seit seinem 4. Lebensjahr immer ein Instrument gespielt hat. Sein Papa war schon Musikant und seine größte Leidenschaft, das Singen, das wird er uns jetzt präsentieren. Und ich spreche vom Chris Holzer mit seinem wunderschönen Lied »Wenn du gehen musst«. Deine Augen sind so hell wie die Morgensonne im Schnee, wenn sie aufgeht ganz weit oben auf der Höhe. Ich kann's Leben drinnen sehen und ich kann die auch verstehen, wenn du sagst, es wär jetzt Zeit einfach zu gehen. Doch was ich dir sagen will, wär ganz leis und nur für die. Egal was kommt, was auch passiert, hör nur auf dein Gefühl. Wenn du gehen musst, dann musst du gehen. Und wenn's sein muss, werd ich's verstehen.